Ich freue mich besonders, heute Dr. Tobias Schnell vorstellen zu dürfen. Also vielen Dank erstmal, dass Sie heute bei unserer digitalen Ringvorlesung dabei sind. Tobias Gerne. Schnell arbeitet als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Sozialwissenschaften mit dem Schwerpunkt der Marken-, Organisation- und Konsumsoziologie als auch der empirischen Sozialforschung. Und darüber hinaus beschäftigt er sich mit den Human-Animal Studies und der Soziologie der Nachhaltigkeit. Er hat uns heute einen kleinen Einblick in seine Dissertation mitgebracht, in dem er zu dem großen Thema des Greenwashing geforscht hat. Und im Vortrag heute erklärt er eben, was Greenwashing eigentlich ist und wie man denn als normale Konsumentin in diesem grünen Marketing von Fakt oder Fake unterscheiden kann. Ich bin ja von Haus aus Soziologe, das heißt, heute wird der Vortrag sehr sozialwissenschaftlich ausfallen. Es gibt viele, viele Perspektiven auf Greenwashing. Das ist ein sehr interdisziplinäres Thema. Aber heute wird es eben sehr, sehr sozialwissenschaftlich in der Ausprägung. Ich versuche dann immer, die anderen Disziplinen ein bisschen mitzunehmen. Wenn Sie da im Nachgang Fragen haben, freue ich mich auf die Diskussion. Vielleicht so insgesamt zu Greenwashing. Das ist natürlich ein Thema, mit dem wir häufig Kontakt haben, bewusst oder unbewusst. Wenn Sie mal überlegen vielleicht, wo Sie Greenwashing schon mal begegnet sind, dann kommen wir da im Laufe des Vortrags noch einmal drauf zurück. Da können wir dann auch in der Diskussion später ganz gut anknüpfen. Und ich würde sagen, mit der Vorrede starte ich einmal. Wir machen heute Abend nämlich eben eine spannende Reise durch diesen Themenschwerpunkt hier im Bereich Nachhaltigkeit, nachhaltige Entwicklung. Und ich habe das in folgende Oberpunkte hier für Sie gegliedert. Der erste Oberpunkt, den habe ich schöne grüne Welt getauft, denn zumindest wenn es nach dem grünen Marketing geht, dann leben wir in einer Welt, in der es wachsendes nachhaltiges Bewusstsein gibt, grüne Lebensstile, grüne Märkte. Und im Grunde genommen ist dann Konsum auch so ein bisschen die Lösung für unser Nachhaltigkeitsproblem, inwieweit das vielleicht der Fall ist oder eben auch nicht und wo da das Problem liegen könnte. Darum wird es in dem Abschnitt des Vortrags gehen. Danach sprechen wir ein bisschen darüber, worum es hier eigentlich geht, also das Thema Greenwashing. Aus der ersten Präsentation, die Sie hier eben gesehen haben, konnten Sie auch so ein bisschen entnehmen. Das Problem ist immer auch die Frage nach den harten Fakten, wenn wir eben über bestimmte Dinge diskutieren. Und insofern darf hier eben auch der Definitionsversuch für Greenwashing nicht fehlen. Also was verstehen wir hier eigentlich wissenschaftlich unter dem Gegenstand, wenn wir darüber reden? Denn Verständnisse von Greenwashing gibt es viele, aber wissenschaftlich gesehen ist davon nicht alles brauchbar. Dann soll es ein bisschen in die Praxis gehen. Die Praxis ist ein Bereich, mit dem ich mich natürlich auch, weil ich empirische Sozialforschung betreibe, viel beschäftige. Und in der Praxis geht es hier vor allem um die Nachhaltigkeitsdebatte und Greenwashing hier als Problemfeld innerhalb der Nachhaltigkeitsdebatte. Das heißt ganz zentral auch um die Frage, inwieweit eben Greenwashing da Eingang findet, wie das diskutiert wird, wie so ein Greenwashing-Vorwurf überhaupt entsteht. Das ist ja auch eine ganz, ganz spannende Frage und warum wir darüber überhaupt diskutieren sollten. Und um natürlich hier nochmal die Prozesse dahinter deutlich zu machen. Also warum funktioniert Greenwashing überhaupt? Das war ja auch Teil des Teaser-Textes hier für heute. Das gucken wir uns auch nochmal an. Da geht es ganz konkret um die Instrumente grüner Kommunikation und die Frage nach der Wahrnehmung von grüner Kommunikation und vielleicht, was so psychologisch möglicherweise für Mechanismen hier funktionieren, um eben Greenwashing überhaupt zu ermöglichen. Und weil das alles sehr, sehr frustrierend sein kann, möchte ich Sie hier heute noch mal ein bisschen unterstützen, nämlich darin auch selbstständig Entscheidungen nachher treffen zu können, um Greenwashing zu umgehen. Das heißt, ich gebe Ihnen am Ende noch mal ein paar Hilfestellungen an die Hand, wie man vielleicht wissenschaftlich gesehen Greenwashing zumindest vermeiden kann oder sich dessen bewusst werden kann. Damit schließe ich dann heute den Vortrag. Ja. Es ist eine schöne grüne Welt, in der wir momentan leben. Wenn wir nach der Werbung gehen, wenn wir nach den Supermärkten gehen, dann wird alles immer grüner, immer nachhaltiger, immer regionaler. Die Menschen werden nachhaltigkeitsbewusster. Das ist uns bekannt mittlerweile. Wir sehen es beispielsweise darin,
dass auch die Nachhaltigkeitsbewegungen immer weiter wachsen, dass Nachhaltigkeit anerkannt wird in den Medien, in der Politik als wichtiges Ziel, als existenzielles Ziel für die Menschheit. Wenn Sie beispielsweise einmal googeln oder bei Ecosia das eingeben, beispielsweise, das wäre dann eine nachhaltigere Alternative. Immer mehr Menschen wollen nachhaltig leben als Aussage, dann stoßen sie gleich auf haufenweise Tipps, Statistiken, Lebensmodelle und sonstige Beiträge dazu, wie vielleicht so eine ökologische Konsumwende gelingen kann, wie möglicherweise grüne Lebensstile gelingen können. Und das Thema ist natürlich unglaublich wichtig. Wir alle wissen und erkennen eigentlich an, so in breiter Masse, dass der Klimawandel stattfindet, dass also auch ein Umdenken erforderlich ist in ganz, ganz vielen gesellschaftlichen Bereichen, vielleicht in allen. Wir sehen es an Plastik in den Ozeanen, an Ressourcenknappheit, insbesondere seltene Erden und Technologie sind da ja auch immer so ein Konfliktfeld. Degradation von Ökosystemen, dem Regenwald beispielsweise im Amazonasgebiet, das ist was, was immer viel öffentliche Aufmerksamkeit bekommt. Und zumindest gefühlt, wenn man nach dem Marketing geht, hat die Wirtschaft das auch aufgegriffen und ändert was. Aber ist das tatsächlich so? In der Realität sieht die Produktion mehr oder weniger immer noch so aus wie vor der, wie man so schön sagt, Green Economy. Das heißt also, es werden sehr, sehr viele Emissionen freigesetzt. Die globale Handelskette besteht fort. Es gibt sehr, sehr viel Austausch über die Welt hinweg. Da werden dann meinetwegen Güsumer-Krabben in Marokko gepoolt und wieder zurückgefahren. Oder ein Produkt umrundet einmal komplett die Welt, bis es dann nachher fertig zusammengebaut ist, letzten Endes bei uns dann als Endverbraucherinnen und Endverbrauchern landet. Und das erzeugt natürlich auch Müll an ganz, ganz vielen verschiedenen Stellen der Erde. Die Regale, die Warenregale sind gefüllt. Das sind ja so Beispielbilder, die das so ein bisschen illustrieren. Und da stellt sich natürlich besonders die Frage, wieso sprechen wir, wenn das so ist und wir eigentlich immer noch zu viel Müll produzieren, einen zu großen ökologischen Fußabdruck haben, zumindest in Deutschland und in anderen europäischen Staaten vor allem. Warum sprechen wir von einer Green Economy, von einer Nachhaltigkeitswende im Konsum und welche Begriffe da auch ansonsten verwendet werden? Das ist eine ganze Menge, aber die sagen alle eines aus, und zwar, dass in der Wirtschaft ein Umdenken stattgefunden hat, dass jetzt auf einmal Produktionsweisen eben so umgestellt werden, dass sie eben klimafreundlich sind, und damit versuchen natürlich Unternehmen, auch andere Organisationen, ich rede heute viel über Unternehmen, aber das kann man auch übertragen, das so darzustellen, dieses Problem, als hätten sie im Grunde schon jetzt einen wesentlichen Beitrag zur Lösung geleistet. Erklärlich wird genau dieser Kommunikationswandel, vor allem wenn man sich die Zahlen mal anguckt, und das ist ja etwas, was in der Wissenschaft, je nachdem von welcher Perspektive Sie da rangehen, aber zumindest in der Soziologie ist es so, natürlich nicht fehlen darf, da kann man beispielsweise den Ernährungswandel betrachten. So haben laut Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft nachzulesen im Ernährungsreport 2021, ich habe die Quellen nachher zum Nachlesen für Sie dann auch nochmal hinterlegt, wenn Sie dann die Präsentation nach dem Vortrag nochmal nachlesen wollen, ganze 10% der Befragten vegetarisch gelebt und 2% vegan. Und das Interessante hier ist, den Wandel, also die Entwicklung dieser Statistik zu betrachten. Im Ernährungsreport 2020 waren es noch 5%, die vegetarisch gelebt haben und 1% vegan. Also das Wachstum ist hier enorm. Die Zahl hat sich verdoppelt. Das ist etwas, was sehr selten in irgendeinem gesellschaftlichen Bereich passiert. Man kann natürlich diese bevölkerungsrepräsentative Umfrage, das waren 1000 Personen, die hier befragt worden sind von Forsa, die sind schon sehr versiert im Umgang mit Befragung, kann man natürlich auch kritisieren. Man kann natürlich auch sagen, die reale Zahl ist viel höher. Es gibt auch Statistiken, die von einer höheren Zahl ausgehen. Andere sagen, es ist niedriger. Es gibt natürlich auch noch Mischformen der Ernährung, darum geht es hier aber gar nicht, sondern der Punkt ist eben, dass es viele Studien gibt, die genauso ein Wachstum prognostizieren, die also sagen, diese Zahlen verdoppeln sich, die wachsen. Und das ist neu in einem Bereich, der zumindest konsumtechnisch als gesättigt gilt. Ernährung ist etwas, was sich relativ stark festigt und wo Menschen sehr, sehr starke, stabile Präferenzen herausbilden. Das ist was, was wir aus der wissenschaftlichen Erforschung von Ernährung wissen. Laut Bund der ökologischen Lebensmittelwirtschaft betrug 2020 dann auch der Umsatz von Bioprodukten 14,99 Milliarden Euro, das sind 22% mehr als im Vorjahr. Und wenn wir jetzt noch die globale Lage hier in den Blick nehmen und überlegen, da gab es dann schon eine Corona-Pandemie.
Darauf folgte dann Rezession, also auch Geld war eben knapper. Bioprodukte sind in der Tendenz teurer. Ist das natürlich eine Entwicklung, die bemerkenswert ist, das muss man so sagen. Und das weckt natürlich auch Begehrlichkeiten. Was sich hier erstmal spektakulär anhört, ist in Relation gesetzt dann vielleicht auch doch gar nicht so viel. Also der Gesamtanteil von Bio-Lebensmitteln auf dem deutschen Markt betrug 2019, das sind dann unterschiedliche Vergleichsjahre, aber eben die Daten, die zur Verfügung stehen, nur 6,4%. Ist also insgesamt gesehen nicht so hoch, aber das Wachstum ist eben enorm. Und ich glaube, die Message sozusagen, die man da rausziehen kann, die wird allen klar. Also wenn eben so ein Bereich sehr stark wächst, der Markt nicht so groß erschlossen ist, ist es natürlich für Wirtschaftsunternehmen total attraktiv, in diesen Markt reinzugehen, neue Felder zu erschließen, die Gewinne zu vergrößern. Das ist ja was, was Unternehmungen letzten Endes als Ziel auch haben. Unabhängig jetzt von anderen Aspekten, die da natürlich mit reinspielen. Denn es gibt ja durchaus auch Player sozusagen, die nachhaltige Wirtschaftsweisen für sich implementieren. Dazu kommt noch, dass die nachhaltigen Lebensstile insgesamt zunehmen, geht man nach verschiedenen Studien. Ein Lebensstil ist im Grunde die Summe dessen, was sie tun, aber auch die Summe ihrer Präferenzen, die sie im Grunde haben. So eine Mischung aus ihrer Praxis, die sie leben, ihrem Einkommen, ihrer inneren Einstellung. Und es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, das zu messen. Das ist eine sehr interessante Methodendebatte in der Sozialwissenschaft. Ich vertiefe das an dieser Stelle hier erstmal nicht. Wichtig ist einmal festzustellen, dass aber immer ökologische Lebensstile gefunden werden. Zum Beispiel die LOAS, das ist der Lifestyle of Health and Sustainability, bezeichnet Menschen, die gesundheitsbewusst sind, die ein höheres Einkommen haben, und die auch kennzeichnet, dass sie ökologische Werte nicht ganz so teilen, sondern da geht es eher darum, dass sie dann statt Schnitzel Bioschnitzel essen. Also immer so ein bisschen die, in Anführungsstrichen, nachhaltigere Produktalternativen wählen. Sozialökologische demgegenüber, die sind in den Sinusmilieus schon ganz, ganz lange erforscht worden, haben in verschiedenen Studien immer um und bei so 7% der deutschen Bevölkerung ausgemacht, bezeichnet Personen, die sehr, sehr nachhaltigkeitsbewusst sind, die eben ökologische Werte teilen und in der Tendenz eher mal im Reformhaus einkaufen beispielsweise. Also auch mehr Geld ausgeben, vielleicht auch mehr Geld haben für eben nachhaltige Produkte, denen aber auch wichtig ist, woher das kommt. So, und in verschiedenen Studien wachsen diese Gruppen sehr, sehr stark. Das ist auch wenig verwunderlich, wenn man überlegt, in welcher globalen Lage wir, wie gesagt, sind. Und auch das Nachhaltigkeitsbewusstsein insgesamt nimmt eben im Grunde in allen Studien zu. Können Sie dann auch beim Ernährungsreport nochmal nachlesen. Da sind gerade aktuelle Zahlen zu dem Thema. Die globale Lage, die hatte ich ja eben einmal schon erwähnt, aber trotzdem ist es wichtig, da noch einmal drauf zu blicken. Das ist einmal die politische Dimension. Wir haben ja einmal das United Nations Sustainable Development Goal 12. Insgesamt gibt es 17 Ziele nachhaltiger Entwicklung von der UN, die unterschiedliche Bereiche der Nachhaltigkeit in den Blick nehmen. Nachhaltigkeit, sagt man in der Forschung gemeinhin, je nachdem, welches Modell Sie verwenden, besteht aber immer aus drei Aspekten: ökologischer Nachhaltigkeit, ökonomischer Nachhaltigkeit und sozialer Nachhaltigkeit. Nur wenn alle drei Aspekte zusammenspielen, dann ist es wirklich nachhaltig, also auch wirklich zukunftsfähig für zukünftige Generationen. Und 17 Ziele sind hier eben definiert. Nachhaltige Produktion, nachhaltiger Konsum ist eins davon und entsprechend ist es eben auch ein international anerkanntes Ziel, dass eben Wirtschaft nachhaltiger werden soll, normativ verankert. In Deutschland ist auch politisch gesehen die Umstellung auf nachhaltige Wirtschaftsweisen aktuell gewünscht und gefördert. Das ist nicht nur in der aktuellen Regierung so, war auch in der vorigen so. Inwieweit das jetzt gut oder schlecht umgesetzt wird, das bewerte ich hier an der Stelle nicht, sondern es geht jetzt einfach nur darum, dass es eben kommuniziert wird. Wir wünschen uns mehr Nachhaltigkeit, wir wollen eben hier nachhaltige Produktionsweisen erleichtern. Und wirtschaftlich besonders betroffen, das ist auch etwas, was man hier in den Blick nehmen sollte, gesellschaftlich, weil die Wirtschaft ja auch einen großen Bereich darstellt. Das sind vor allem hochverarbeitete Produkte, komplexe Dienstleistungen, da ist der Informationsbedarf, die Unsicherheit der KonsumentInnen eben besonders hoch. Wenn Sie sich vorstellen, Sie haben eine Tiefkühlpizza, das ist so mein Lieblingsbeispiel, was ich gerne verwende, dann ist es so, dass die Fertigungsstufen dieser Tiefkühlpizza nach geltender Gesetzgebung nicht exakt nachgewiesen werden müssen. Auf der Verpackung kann also bedeuten, dass eine Paprika irgendwo in Lateinamerika angebaut wird, in China wird sie dann geschnitten, alles tiefgefroren und dann geht die eben nach Deutschland zur endgültigen Fertigung der Pizza und dann ist es eine deutsche Pizza.
Das sorgt natürlich dafür, dass der ökologische Fußabdruck der Pizza, die auch insgesamt nicht ganz so gut wegkommt, wenn man so verschiedene Vergleichsstudien nimmt, natürlich noch höher ist. Und das ist für uns nachher als Endverbraucherinnen und Endverbraucher gar nicht ersichtlich. Und das erhöht natürlich so ein bisschen das Risiko hier, Fehlinformationen zu erhalten, vielleicht nicht richtig informiert zu sein, eventuell getäuscht zu werden. Nichtsdestoweniger ist es aber so, dass eben diese grünen Märkte sehr, sehr schnell wachsen und das hat verschiedene Chancen und Risiken. Die Chancen sind ganz klar. Es ist einmal so, dass wir dadurch, dass immer mehr Unternehmen sich an der sogenannten Green Economy beteiligen, eine größere Auswahl an Produkten haben und dadurch nachhaltigere Konsumentscheidungen leichter werden. Es ist auch immer eine Frage der Relation. In ganz vielen Fällen ist Bio ein bisschen nachhaltiger als konventionell. Und wenn ich eben eine große Auswahl beispielsweise an Bioprodukten habe, dann kann ich eben auch meine Lebensweise, ohne sie groß zu ändern, einfach auf ein bisschen weniger Emissionen umstellen. Wäre so eine Möglichkeit. Gleichermaßen werden natürlich auch nachhaltigere Produktions- und Konsumweisen ausgedehnt. Es gibt mehr Unternehmen, auch gerade Startups, die eben versuchen, komplett CO2-neutral zu arbeiten oder ähnliche Projekte, vielleicht auch Kunststoff, der leichter kompostierbar ist oder ähnliches, also so Biokunststoff. So etwas ist natürlich auch durch Nachfrage gesteigert und gesteuert. Und insofern dehnt sich das natürlich aus. Das ist prinzipiell etwas, was durchaus gewünscht ist politisch. Und ein großer Vorteil dabei ist natürlich auch, dass eben diese größere Auswahl erlaubt, dass es mehrere Preisstufen gibt, vielleicht auch unterschiedliche Grade von in Anführungsstrichen nachhaltigen Produkten. Und das erlaubt eben auch soziale Teilhabe am Ziel der Nachhaltigkeit. Bioprodukte, nachhaltige Produkte sind in der Tendenz immer teurer als konventionelle und gerade Personengruppen mit geringerem Einkommen sind dann immer ein bisschen ausgeschlossen, hier in Anführungsstrichen nachhaltigere Produktalternativen zu kaufen. Es ist natürlich so, dass das nachhaltigste Produkt das ist, was sie nicht gekauft haben. Insofern leisten auch Menschen, die eben wenig konsumieren, einen großen Beitrag, vielleicht sogar einen größeren am Ziel der Nachhaltigkeit. Aber die Möglichkeit, eben Produktalternativen zu kaufen, die vielleicht nicht ganz so einen hohen Abdruck haben, klimatisch gesehen, die werden hier eben erleichtert, wenn die Preise teilweise ein bisschen günstiger sind. Führt natürlich auch zu Preisdruck und das ist auch bei den Risiken natürlich hier zu erwähnen, denn Preisdruck kann bedeuten, dass eben auch Nachhaltigkeitsstandards abgewertet werden für eben grüne Marketingvorteile, dass dann Unternehmen sich dafür entscheiden, so ein, wie soll ich sagen, geringfügig besseres Produkt auf den Markt zu bringen, das dann groß zu bewerben als nachhaltige Alternative, was dann relativ gesehen stimmt, aber es ist nur ein sehr kleiner Vorteil. Und das ist natürlich ein Risiko irgendwo beim Ziel der Nachhaltigkeit, dass man sagt, das wird dann so weit abgewertet, dass es nur noch Minimalanforderungen erfüllt. Die Probleme der globalen Fertigungskette werden auch relativ deutlich, wenn man sich die Tiefkühlpizza nochmal ins Gedächtnis ruft. Also in dem Moment, in dem eben viel um die Welt verschifft wird, ist es schwer zu prüfen, was an den einzelnen Stationen geschieht. Und insofern kann da auch ganz viel getäuscht, betrogen werden. Es können Unfälle passieren, dass vielleicht irgendwie Pestizide aufs falsche Feld gebracht werden oder was auch immer. Da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten. Das können wir dann am Ende gar nicht prüfen. Und dann gibt es natürlich noch die Möglichkeit, nachhaltige Produktionsweisen vorzutäuschen. Und da sind wir dann im Bereich Greenwashing, wo es dann explizit darum geht, sich eben grüner darzustellen, als man ist. Und Greenwashing, das ist ja auch so ein bisschen das Hauptthema des heutigen Vortrags. Das entsteht natürlich dadurch auch ganz stark, dass es eben Interesse an grünen Märkten gibt, was aber auch von Unternehmen dann bedient werden will und Organisationen bedient werden will, die eben diese Ziele eigentlich gar nicht so richtig verfolgen wollen oder können. Und hieraus entsteht dann ein Interessenskonflikt. Und diesen Interessenskonflikt, den sehen wir dann ganz oft als Greenwashing-Debatte in der Öffentlichkeit. Bevor wir in die Debatten einsteigen, will ich Ihnen gleich erstmal eine Definition präsentieren. Doch vor der Definition ist noch eine kleine Umfrage gelagert. Und da geht es nämlich ganz stark darum, ob Sie nach Ihrer Meinung schon einmal betroffen waren vom Thema Greenwashing. Ich weiß gar nicht, da ist sie schon. Super, vielen Dank. Haben Sie also schon mal Greenwashing bemerkt?
Okay, 86% haben hier mit Ja geantwortet und 14% mit Unsicher. Dass Sie eben Greenwashing schon mal bemerkt haben, das finde ich erstaunlich. Tatsächlich, ich habe mit mir Unsicherheiten gerechnet, aber das zeigt eben auch natürlich, dass Sie sich hier für dieses Thema interessieren, vielleicht auch ein Grund, warum Sie heute da sind und dass Sie auch kritisch an dieses Thema herangehen. Das ist gut. Warum das gut ist, das gucken wir uns natürlich jetzt im Laufe des Vortrags noch einmal an. Aber dann haben Sie ja schon mal Berührungspunkte gehabt. Das ist schön, dann bauen wir auch fast auf. Genau, ich steige einmal mit einer Definition ein, die sozialwissenschaftlich ist, relativ aktuell von mir. Ich stelle Ihnen gleich noch mal ein paar andere Definitionen vor. Und keine Sorge, das ist jetzt viel Text, aber ich fasse das gleich noch einmal für Sie zusammen in den wesentlichen Punkten. Es ist nämlich so, dass sich momentan noch keine einheitliche Definition durchgesetzt hat. Wir sind kurz davor in der Greenwashing-Forschung, dass sich eine Definition letzten Endes herausbildet. Es gibt auch im Oxford Dictionary schon lange eine Definition, aber so rein wissenschaftlich ist das noch nicht. Aus soziologischer Perspektive kann man Greenwashing jetzt hier so beschreiben, wie ich das gemacht habe. Greenwashing ist als der Versuch anzusehen, mit Hilfe gesellschaftlicher Normen, Werte und Interpretationsmuster eine Entscheidung zugunsten eines Produktes oder einer Dienstleistung zu beeinflussen, ohne die tatsächlichen technischen Standards des vorliegenden Produktes oder der Dienstleistung zutreffend zu kommunizieren. Dies soll schlussendlich zu einem Imagegewinn der kommunizierenden Partei führen, welche nun als ein Akteur der Nachhaltigkeit wahrgenommen werden könnte. Wie gesagt, viel Text, aber kurz gesagt, Greenwashing ist eine Täuschung. Das ist ein ganz, ganz wesentlicher Punkt. Also wir reden über Greenwashing dann, wenn hier eben eine täuschende Absicht in irgendeiner Form vorgeworfen wird. Ansonsten ist es vielleicht einfach nur schlechtes Nachhaltigkeitsmanagement. Das muss man da schon unterscheiden. Es gibt ja auch den Begriff der Corporate Social Responsibility. Da geht es auch um verantwortungsvolles Wirtschaften. Und wenn ein Unternehmen das schlecht macht, ist es nicht automatisch Greenwashing, sondern da geht es eben hier explizit um eine Täuschung, also im Grunde um das böswillige Grüne kommunizieren. Greenwashing benutzt dabei gängige gesellschaftliche Interpretationsmuster. Das ist jetzt was, was explizit aus den Sozialwissenschaften beigesteuert wird. Denn um Greenwashing zu verstehen, ist es eben wichtig zu verstehen, wie erreicht man das überhaupt, dass Leute nachhaltige Kommunikation überhaupt annehmen. Also, dass man überhaupt diesen Eindruck bekommt, das sei jetzt hier irgendwie Nachhaltigkeitskommunikation. Und da ist es eben sinnvoll, auf Symbole, auf Wissen zu gucken, auf eben Dinge, die in der Gesellschaft quasi überliefert werden. Ziel ist auch immer die Imageaufwertung des Kommunikators. Also im Grunde genommen möchte hier eine Partei, die kommuniziert, sie davon überzeugen, dass diese Partei alles richtig macht im Feld der Nachhaltigkeit. Das ist auch wichtig, hier nochmal diesen Nachhaltigkeitsaspekt reinzubringen, denn es gibt ja ganz andere Formen von Washing und tatsächlich könnten Sie diese Definition auch immer übertragen auf die anderen Felder. Das ist das Schöne daran. Und auch andere Definitionen. Also ich habe mich jetzt beispielhaft genommen, es gibt natürlich noch andere. Da gehen wir gleich auch nochmal drauf ein. Es gibt ja beispielsweise auch Pinkwashing. Das ist ein ganz, ganz großes Thema. Wenn der Pride Month wieder ansteht, dann setzen sich Unternehmen zum Beispiel auf Social Media so Regenbogenflaggen als Profilbild. Und ganz oft wird kritisiert, dass die dann die LGBTQ-Rechte gar nicht wirklich unterstützen, sondern nur versuchen, hier eben sich als positiv darzustellen. Wird es unter Pinkwashing gefasst? Es gibt noch Bluewashing, Whitewashing, Blackwashing. Suchen Sie sich eine Farbe aus. Es gibt eigentlich zu allem mittlerweile einen Washing-Begriff. Greenwashing hat sich eben ziemlich gut durchgesetzt, Pinkwashing auch. Und das sind so Bereiche, die jetzt in der Forschung langsam besser erfasst werden. Obwohl es den Begriff ja schon lange gibt, der ist ja auch schon in der ursprünglichen Nachhaltigkeitsbewegung in den 70ern diskutiert worden. So. Wie kann man Greenwashing ansonsten noch verstehen? Greenwashing ist insbesondere aus der gesellschaftlichen Asymmetrie gewachsen und das ist ein soziologischer Begriff, den man hier auch noch einführen kann. Das ist was in der Forschung momentan unterrepräsentiert ist. Das ist gerade mein aktuelles Projekt. Gesellschaftliche Asymmetrie bedeutet im Grunde, dass Unternehmen, also Organisationen beispielsweise im Allgemeinen, und individuelle Akteure einfach unterschiedliche Ressourcen haben und über unterschiedliche Ressourcen verfügen, das dann zu einem Gefälle kommt im Rahmen sozialer Ungleichheit. Das ist ein sehr soziologisches Thema und dadurch entstehen eben Risiken auf beiden Seiten. Und diese Asymmetrie, die kommt bei uns
zum Beispiel dadurch zustande, dass es eben eine globale Handelskette gibt und wir in die einzelnen Produktionsteile, in die einzelnen Produktionsbereiche nicht hineingucken können. Und dadurch entsteht eben eine Informationsasymmetrie im Speziellen und gewisse Risiken für uns Konsumentinnen und Konsumenten, weil wir das eben nicht nachprüfen können, was da passiert. Und Greenwashing wächst eben vor allem in dieser asymmetrischen Situation. Herrscht Transparenz, haben wir in der Regel keine Asymmetrie und auch in der Regel kein Greenwashing. Genau. Was ist außerdem wichtig, das ist jetzt aus anderen Definitionen entnommen. Es gibt gängige Mechanismen. Die Anzahl, darüber wird sich momentan noch gestritten. Einige sagen 14, andere sagen 3. Fasst man das aber zusammen, sind es im Wesentlichen immer 3. Insofern bin ich hier für die kondensierte Definition zu haben. Und die gängigen Mechanismen sind Verschweigen. Das bedeutet etwa, dass Informationen systematisch zurückgehalten werden, zum Beispiel über die Klimaschädlichkeit eines Produktes oder einer Dienstleistung oder auch darüber, dass es ein Trade-off gibt bei dieser Produktvariante, beispielsweise Diskussionen um Plastik- und Papiertüten. Da sind Papiertüten relativ gesehen vielleicht ein bisschen besser in der Bilanz als Plastiktüten, aber Papier ist trotzdem ein Rohstoff, der Holz und Wasser benötigt und sehr viel Energie, wenn man den entsprechend erzeugen will, selbst bei Recycling. Insofern ist die Klimafreundlichkeit von Papiertüten jetzt auch nicht so riesig. Das ist etwas, was man natürlich systematisch verschweigen könnte, um grünes Marketing zu machen, vielleicht eine nachhaltigere Produktalternative zu präsentieren. Und insofern ist Verschweigen hier ein wichtiger Mechanismus auch bei Greenwashing. Auch das Falsche und Vage informieren, das ist etwas, was relativ gängig ist. Beim Falschen informieren geht es so in die Richtung Lügen tatsächlich. Bei vagen Informationen geht es entgegen der Verschweigung, des Verschweigens darum, unvollständige Informationen zu präsentieren oder Informationen in andere Kontexte zu setzen, zum Beispiel eine Statistik so zu skalieren, dass das total gut aussieht, das Bemühen der Organisation, aber eben, wenn man das in einer anderen Skalierung oder in einer gängigen Skalierung zeigen würde, wäre das eigentlich gar nicht so viel, diese Veränderung in dem Hauptgeschäft. Und insofern sind das auch gängige Strategien, die hier verwendet werden, auch in Nachhaltigkeitsberichten, die von Organisationen auch veröffentlicht werden. Und das gehört so ein bisschen so zu den Hauptfeldern, die bei Greenwashing bedient werden. Natürlich auch die Gestaltung von Produkten, von Dienstleistungen, von Werbung spielt hier eine ganz, ganz große Rolle. Wenn das etwa alles grün ist, ich habe das hier ganz bewusst in der Präsentation auch so gemacht, Naturtöne verwendet, nachhaltig wirkende Bilder oder Worte, natürlich, naturnah, gut für die Tiere, suchen Sie sich da was aus, dann soll das oft bestimmte Effekte erzielen. Auf die Effekte gehen wir heute ja nochmal ein und hat selten was mit den tatsächlichen Fakten zu tun, die sich hinter der Werbung verbergen könnten. Also Klimabilanzen, ökologischer Fußabdruck und ähnliche Themen. Man unterscheidet außerdem auch unterschiedliche Arten von Greenwashing. Das ist im Alltag weniger interessant, wissenschaftlich aber sehr. Und zwar Claim Greenwashing und Executional Greenwashing. Und Claim Greenwashing meint vor allem Werbung. Da geht es darum, wie wird etwas kommuniziert in der Werbung, wie wird es dargestellt. Werbung ist ja immer ein ganz bisschen freier. Und bei Geschäftsgreenwashing, das ist Executional Greenwashing, da geht es vor allem darum, wird dann vielleicht mit so Zertifikatshandel oder anderen Projekten, Aufforstungsprojekten oder so, versucht zum Beispiel eine Klimabilanz zu schönen. Da geht es also schon sehr, sehr stark in so eine Richtung von Betrug. Das hat so einen gewissen Beiklang irgendwo. Und tatsächlich ist das was, was in der Forschung relativ wenig betrachtet wird, weil es sehr, sehr komplex ist. Ich habe hier auch beispielhaft dieses grüne Auto einmal hier als Bild verwendet, um eben auch mal zu zeigen, darum geht es im Grunde. Das wäre so, als würde man eben sagen, das Auto ist klimapositiv, weil das irgendwie CO2 neutral ist, es ist irgendwo etwas aufgeforstet worden für jedes Auto, könnte dann so eine Aussage sein. Das ändert natürlich nichts daran, dass ein Auto nicht CO2-neutral werden kann. So. Aber das täuscht dann mit solchen Aussagen, mit so einem Trade-off gerne mal darüber hinweg. Und Geschäftsgreenwashing ist insofern schon relativ nah an dem Thema Betrug. Ansonsten, was könnte man noch hinzufügen? Das Moment der Anschuldigung, das ist etwas, was eine ganz fundamentale
Bedeutung hat für das Erzeugen dieses Prozesses, im Grunde dieses Greenwashing-Prozesses. Denn das eine ist die Faktenebene. Natürlich könnten wir jetzt sagen, wenn ein Unternehmen beispielsweise verschweigt, dass Papiertüten sehr energieintensiv sind, dann die Öffentlichkeit darüber informiert, dass Papiertüten die bessere Alternative sind zu Plastiktüten, also quasi einen positiven Trade-off suggeriert insgesamt, was vielleicht praktisch gesehen auch so ist. Die Papiertüte bleibt dann braun, also Naturtöne, und wird damit Ökofarben bedruckt. Dann hätten wir hier schon so einen Fall, wo man vielleicht sagen könnte, ja, okay, da bewegen wir uns so in Richtung Greenwashing. Aber das alleine ist noch nicht ausreichend, um hier eben überhaupt über Greenwashing sprechen zu können. Was ich meine ist, ein Greenwashing-Vorwurf entsteht dann oder eine Debatte darum, wenn irgendjemand das ausformuliert in den Medien, bei NGOs oder an anderer Stelle in der Wissenschaft und dadurch sozusagen diesen Vorwurf in die Öffentlichkeit bringt. Und erst dann wird darüber verhandelt, handelt es sich hier überhaupt um Greenwashing oder eben nicht. Das ist ein ganz, ganz entscheidender Prozess. Und der wird in der Forschung momentan relativ wenig berücksichtigt, was sehr schade ist, weil man Greenwashing, das ist so meine feste Überzeugung und auch einige andere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, erst dann verstehen kann, wenn man eben diese gesellschaftliche Debatte darum betrachtet. Und die gesellschaftliche Debatte, die wollen wir uns hier einmal angucken, nämlich innerhalb der Nachhaltigkeitsdebatte und einfach auch mal nachvollziehen, wie läuft so ein Greenwashing-Vorwurf eigentlich typischerweise ab? Wer hat ein Interesse daran, dass überhaupt über Greenwashing debattiert wird? Was sind eigentlich genau die Folgen für die Organisation, der dieser Vorwurf gemacht wird? Das ist ja eine ganz, ganz entscheidende Frage, denn ansonsten haben wir hier nur so definitorisch was vorliegen und das zu übersetzen ist hier eben eine zentrale Aufgabe auch der Erforschung von Greenwashing. Ja, wie läuft so ein Greenwashing-Prozess eigentlich ab? Üblicherweise wird zunächst einmal ein Greenwashing-Vorwurf erhoben. Hier ist erstmal noch gar nicht entscheidend, ob man auf der Faktenebene am Ende nachher zu dem Ergebnis kommt, dass Greenwashing betrieben worden ist oder nicht, sondern erstmal geht es darum, dass es in die öffentliche Debatte gebracht wird, indem man beispielsweise sagt, ein großes Unternehmen XY, das hat hier bestimmte Maßnahmen ergriffen, die darüber hinwegtäuschen sollen, dass das Unternehmen nicht klimafreundlich arbeitet. Zum Beispiel war BP während der Ölkatastrophe im Golf von Mexiko sehr, sehr stark in der Kritik dafür, dass die dann Nachhaltigkeitsprojekte hatten, die dann darüber hinwegtäuschen sollten, quasi, dass Öl an sich ein Produkt ist, das eine relativ schlechte Umweltbilanz hat. Ich drücke das mal vorsichtig aus. So, dann gab es eben Journalistinnen und Journalisten, die haben sich das vorgenommen und haben gesagt, so dieses Nachhaltigkeitsprojekt, das ist eben Greenwashing, das lenkt vom Kerngeschäft ab. Dann kommt es zur öffentlichen Debatte mehrerer Akteure, in der Regel sind da die Medien eingebunden, seit Social Media, aber auch eben andere Akteure. Das wird dann auch online viel diskutiert. Die Politik greift es eventuell auf und dann kommt es zur öffentlichen Verhandlung dieses Themas. Das haben wir auch gesehen bei VW, beim Dieselskandal. Das ist einer der Greenwashing-Skandale, die wir vielleicht alle noch im Gedächtnis haben, weil der relativ aktuell und relativ groß war in Deutschland. Was wir da gesehen haben, ist auch, dass dann die Organisation reagiert hat. Das ist auch eine typische Reaktion, also es wurde ein Vorwurf erhoben, nämlich dass betrogen worden ist bei den Abgaswerten und bei der Messung dieser Werte. Es kam eben zur öffentlichen Debatte mehrerer Akteure, auch in mehreren Ländern. Und dabei hat sich dann immer weiter verhärtet, okay, hier wurde offenbar tatsächlich betrogen. Dann hat die Organisation reagiert und hat tatsächlich, wenn Sie das nochmal nachvollziehen wollen, sehen Sie das auch, erst einmal alles abgestritten. Und versucht, das auf Einzelpersonen zu schieben. In dem Sinne, dass man sagt, das war die Initiative von einzelnen Mitarbeitern bei uns und Mitarbeiterinnen. Ist auch relativ typisch. Abwenden konnte die Organisation das dann nicht. Also VW wurde dann letzten Endes ja dafür auch zur Rechenschaft gezogen und auch die Einzelpersonen. Aber die Folgen haben sich jetzt in Grenzen gehalten. Die genauen Folgen gucken wir uns auf der nächsten Folie nochmal an. Da fasse ich das nochmal für Sie zusammen. Die Folgen können auch ganz unterschiedlich aussehen. Was interessant ist beim Greenwashing-Prozess, ist, dass das Thema dann aber langsam irgendwann ausläuft. Und das ist das, worauf ich dann bei VW auch gerne nochmal hinweisen möchte. Es ist nämlich so, dass das für VW heute eigentlich kaum noch eine Bedeutung hat. Es ist bei einigen Menschen noch im Kopf. Das ist auch, es gab auch mal Befragungen zu diesem Thema vor einiger Zeit. Und die Markenzufriedenheit bei VW, die hat nach dem Skandal relativ stark gelitten und ist mittlerweile fast wieder auf dem Vorskandalswert.
Also die Menschen haben da dann nicht mehr die Kapazität, sich damit zu beschäftigen. Mediensoziologisch ist das auch ganz gut nachgewiesen. Es gibt immer so Themenkarrieren. Sie müssen sich das vorstellen wie so eine Welle, die dann einmal überschwappt und dann so langsam am Strand abflacht. So ähnlich ist es mit der Aufmerksamkeit bei medialen Themen. Das hat unterschiedliche Gründe. Einmal beschäftigen sich Menschen nur eine gewisse Zeit mit bestimmten Themen. Dann lässt die Aufmerksamkeitsspanne nach. Es kommen aber auch neue Themen, die auch relevant sind. Und der Nachrichtenwert wird natürlich auch journalistisch immer noch mal reevaluiert und so kommt es dann eben dazu, dass so ein Thema langsam ausläuft und wenn eine Organisation so einen Vorwurf übersteht, dann kann sie eben auch wieder zum normalen Zustand davor zurückkommen. Ein bisschen Wiedergutmachung wird dann vielleicht geleistet auf PR-Ebene und dann verliert man manche Leute und manche nicht. Die Folgen sind entsprechend diese hier, die Legitimität der Organisation wird beeinflusst. Das heißt also, man hinterfragt, dürfen die das eigentlich, sollten sie das weitermachen? Es ist so, dass die Organisation noch Vertrauen genießt bei den Menschen. Das entscheidet ja jede Person für sich selbst. Bilden sich negative Vorurteile heraus. Also so dieses Thema Diesel und VW, das hat negative Vorurteile hinterlassen bei vielen Menschen trotz allem. Das wird natürlich umgemünzt letzten Endes darin, gerade in der Wirtschaft, dass Menschen diese Produkte nicht mehr kaufen unter Umständen. Bei anderen Organisationen kann das dazu führen, dass Leute die Organisation nicht mehr unterstützen, sich daraus zurückziehen, zum Beispiel bei NGOs. Und insofern hat das eben schon ganz, ganz gravierende Folgen unter Umständen für Organisationen, wenn die das nicht abgewendet bekommen. Ökonomische Folgen, ja, können der Fall sein, müssen nicht der Fall sein. Juristische Konsequenzen sind insgesamt eher selten. Das liegt auch daran, dass wenige Skandale bis zum Ende verfolgt werden. Bei VW war das weitgehend der Fall. Die meisten anderen Vorwürfe verlaufen dann im Sande. Denken wir beispielsweise mal an Nestle und Grundwasser, das Thema, wo Nestle vorgeworfen worden ist, Vitell leer zu pumpen und die Umgebung. Das ist relativ im Sande verlaufen. Also es ist bei einigen Leuten noch präsent, aber das hatte jetzt für Nestle keine großen Konsequenzen, was auch daran liegt, dass das Unternehmen sehr, sehr groß ist, sehr breit streuen kann und insofern auch relativ unempfindlich ist für solche Vorwürfe. Interessant eben vor dem Hintergrund, dass diese Folgen natürlich nur dann entstehen, wenn es auch zur öffentlichen Debatte kommt. Ansonsten könnten wir hier nicht von Greenwashing sprechen. Es gibt also keine Folgen, wenn der Betrug nicht angeprangert wird, nicht bemerkt wird. Und gleichermaßen ist es aber auch so, dass sie natürlich als Organisation auch beschuldigt werden können, wenn sie gar kein Greenwashing betreiben. Also die Diskussion findet dann trotzdem statt. Vielleicht kommt man dann zu dem Schluss, dass sie kein Greenwashing betrieben haben. Sie sind dann möglicherweise entlastet, aber negative Vorurteile verfestigen sich vielleicht dennoch. Ja, das sorgt so für ein Spannungsfeld innerhalb der Greenwashing-Debatte, das man hier auch nochmal betrachten muss in meinen Augen. Einerseits gibt es natürlich die Relevanz dieser Debatte. Das heißt also, es gibt ja wirklich betrügerische Versuche, sich mit nachhaltigem Marketing eben zu profilieren. Das Feld der Nachhaltigkeit ist auch zu wichtig, um es nicht zu betrachten. Es ist eben existenziell für die Zukunft der Menschheit. Und wir als Menschen, als Konsumentinnen und Konsumenten sind natürlich besonders verwundbar durch diese Komplexität, die unsere Gesellschaft hier heutzutage hat, dadurch, dass wir eben eine Informationsasymmetrie an eigentlich fast allen Bereichen der Gesellschaft haben und uns darauf verlassen müssen, dass alles ordnungsgemäß und auch aufrichtig abläuft. Wenn also betrogen wird und das möglicherweise bei Lebensmitteln passiert, könnte uns ein Gesundheitsschaden entstehen. Das wollen wir natürlich in der Regel nicht. Und insofern ist es eben hier schon wichtig, eben auch Greenwashing-Debatten zu führen. Andererseits hat das aber auch negative Folgen, diese Debatten zu führen, denn die Vorwürfe sind für die meisten Menschen nicht prüfbar. Für uns ist es sehr, sehr schwer nachzuvollziehen, ob in irgendeinem Land jetzt irgendetwas passiert ist oder nicht passiert ist. Wir müssen uns dann auf die einzelnen Punkte in der Debatte stützen, auf die Informationen, die wir journalistisch oder von anderen Quellen zur Verfügung gestellt bekommen. Und wir müssen uns eben auch damit beschäftigen, wirklich, wenn wir das in tatsächliche Handlungen ummünzen wollen. Das ist auch zeitintensiv. Und insofern ist es auch immer so ein bisschen schwierig, aus so Vorwürfen dann so eine Handlung abzuleiten, erst einmal. Auch die NGOs haben Interessen, die man nicht vergessen darf. NGOs haben das Interesse, mediale Öffentlichkeit zu bekommen an vielen Fällen, haben Interesse, den Mitgliedern gegenüber Wirksamkeit zu beweisen. Und das heißt eben auch, Greenwashing-Debatten bringen unter Umständen auch Umweltschutzorganisationen Vorteile. Muss man so auch sehen. Wenn wir jetzt eine wissenschaftliche Perspektive hierauf haben wollen, dann müssen wir beide Seiten dieser Diskussion betrachten. Eben auch diejenigen, die die Anschuldigungen vorbringen und was deren Interessen möglicherweise sein können.
Eine negative Konsequenz von Greenwashing-Debatten kann auch sein, wenn dieser Vorwurf sehr schnell erhoben wird, dass eben auch kleine Versuche, nachhaltiger zu werden, torpediert werden. Wenn also ein Unternehmen vielleicht gut gemeint versucht, nachhaltiger zu werden, das aber faktisch nicht so gut umsetzt, weil das an Erfahrungswerten fehlt und jemand kommt und sagt, das ist Greenwashing und das Unternehmen negative Konsequenzen beispielsweise hat, kann es sich ja entscheiden, ob es sich zum Kerngeschäft zurückzieht und diese nachhaltigen Bemühungen einfach sein lässt oder besser wird. Und es gibt eben auch Fälle, wo Unternehmen sich dann daraus zurückziehen und sagen, gut, dann bin ich eben nicht nachhaltig. Meine Produkte werden trotzdem gekauft. Das ist natürlich was, was eigentlich nicht wünschenswert ist in dieser Nachhaltigkeitsdebatte. Und auch große Unternehmen, die diesen Vorwurf häufig bekommen, die haben da auch so ein bisschen ein zwiegespaltenes Image, könnte man sagen. Denn auf der einen Seite ist es so, dass ein großes Unternehmen auch einen großen Impact hat. Das heißt, würde jetzt also beispielsweise Nestle, das Beispiel hatte ich jetzt ja schon einige Male, bestimmte Glasflaschen umtauschen in Plastikflaschen. Dann kann man über die Rohstoffe diskutieren, natürlich. Aber Plastikflaschen sind etwas leichter und man kann dementsprechend mehr davon pro Container beispielsweise transportieren. Das senkt die Emissionen wiederum, die durch den Transport verursacht werden und erzeugt vielleicht in der Masse, die Nestle umsetzt weltweit, dann relativ mehr Vorteile, als wenn so ein kleines Start-up dann einfach CO2-neutral ist. Das darf man aber auch nicht vergessen. Und trotzdem würde man aber sagen, vielleicht das Nestle dann, wenn die damit werben, dass sie eben jetzt viel besser in ihrer CO2-Bilanz dastehen, Greenwashing betreibt, wäre das trotzdem irgendwo vielleicht richtig, weil das Kerngeschäft eben nicht nachhaltig ist oder nicht primär CO2-neutral beispielsweise. Insofern ist es immer auch ein bisschen die Frage, welche Standards will man hier ansetzen und worum geht es bei diesem Greenwashing-Vorwurf eigentlich? Betrachtet man empirisch dann diese Debatten, stellt man oft fest, dass sich auf so einen ganz kleinen Teilaspekt von Greenwashing dann gestützt wird, dass aber eben die Gesamtheit selten betrachtet wird, die dahinter steckt. Also das ist auch sehr, sehr komplex, weil man dann natürlich sehr viele Zahlen auch vergleichen muss. Und das ist auch was, was man hier aus Greenwashing-Debatten eben mitnehmen kann. So. Kommen wir zu den Instrumenten grüner Kommunikation und der Frage danach, inwieweit das auch eine Sache der Wahrnehmung ist, also die psychologischen Hintergründe von Greenwashing. Noch hier gibt es wieder eine Umfrage zum Thema Label. Das ist ein Bereich, in dem ich mich dann auch vertieft beschäftigt habe. Lebensmittellabel, haben Sie vielleicht auch schon gemerkt, sind etwas, was hier heute viel vorkommt. Und das gucken wir uns auch gleich beispielhaft einmal an, um daraus abzuleiten, wie Greenwashing hier funktioniert. Und die erste Umfrage würde ich dann einmal starten wollen. Und zwar nutzen Sie Siegel, Label und Plaketten, um sich beim Einkauf zu informieren. Denken Sie da zum Beispiel an das Bio-Siegel oder Fairtrade oder ähnliche Dinge, die Sie da vielleicht kennen. Auch hier, und das wundert nach der ersten Umfrage nicht, sind viele dabei, die eben sehr oft oder oft Siegel und Label verwenden. Das ist schon mal interessant. Das heißt also, Sie sind ja mit dem Themenkomplex weitgehend vertraut. Keine Person hat hier angegeben, die nie zu verwenden. Also alle haben das schon mal gesehen. Das ist schon mal gut. Und jetzt kommt eine etwas gemeine Frage. Das ist nämlich Umfrage 2. Für die Folie hier. Kennen Sie die Inhalte der eventuell genutzten Label? Antworten Sie gerne aufrichtig. Das wird nicht auf die Person zurückgeführt. Okay, die am häufigsten gewählten Antworten sind manchmal und selten und das verwundert auch gar nicht, denn Label, Siegel, die sind für uns oft erst einmal diffus. Trotzdem ist es aber so, und das sehen wir auch in der Diskrepanz dieser beiden Umfragen, die spiegeln eigentlich ziemlich gut wider, wie Label verwendet werden, dass die doch einen ganz großen Wert haben für die Orientierung im Einkauf, vor allem im Lebensmittelbereich. Gucken wir uns das einmal genauer an. Zunächst einmal
Was sind insgesamt so Instrumente grüner Kommunikation? Bei Labeln finden wir manchmal auch eine Vermischung dieser Instrumente vor. Farben spielen eine große Rolle, wenn wir Nachhaltigkeitskommunikation betrachten. Grün, Braun und Naturtöne, das können Sie wahrscheinlich selbst auch an Beispielen in Ihrem Kopf nochmal sich vergegenwärtigen. Wir sehen aber auch auf der nächsten Folie nochmal ein paar Beispiele, die das auch nochmal zeigen, also als Label, dass eben genau diese Aspekte hier alle zusammenkommen. Materialien werden bei nachhaltiger Kommunikation auch mit besonderem Stellenwert eingesetzt, zum Beispiel eben Recyclingmaterial, Papier, Pappe, eben alles, was so ein bisschen organisch wirkt. Aussagen wie natürlich, naturnah und tierfreundlich sind auch relativ gängig, hatte ich vorhin auch beim Greenwashing schon mal erwähnt. Das ist etwas, womit viel geworben wird. Es gibt auch in Deutschland da keine Einschränkung, mit einer Ausnahme. Es gibt für ökologisch und Bio-Vorschriften, die auf der europäischen Ebene geregelt sind, in der EG-Öko-Basisverordnung. Wenn Sie ökologisch oder Bio etwas bezeichnen wollen, dann muss das den gesetzlichen Vorgaben der EU entsprechen. Und da gibt es bestimmte Prozentsätze, je nach Produktgruppe, in denen das sozusagen diese einzelnen Anteile oder Fertigungsstufen eben Bio sein müssen, sind also hier rechtlich geschützt. Plakettensiegel und Label sind sicherlich das, was wir im Lebensmittelbereich bei Greenwashing und Nachhaltigkeitskommunikation, das ja manchmal ineinander überläuft, am häufigsten finden. Und um Plakettensiegel und Label soll es jetzt eben, wie gesagt, gehen. Hatten wir eben gerade auch die Abfrage gemacht und hier haben wir mal eine Übersicht verschiedener bekannter Label. Das sind Beispiele hier, die als besonders vertrauenswürdig gelten. Und auch hier sehen wir wieder das gängige Muster. Sie sind grün und blau überwiegend. Oder eben im Fall des EU-Bio-Siegels, das ist beides EU, ist es so, dass dann auch mal so ein Blatt verwendet wird oder eben, das wird auf Technik hier aufgedruckt, das ist das EU-Öko-Label, ist gar nicht so bekannt tatsächlich. So eine Blume, das erinnert mich eher an so eine Pusteblume ein bisschen. Alnatura ist ein bisschen Sonderfall, das ist ja auch eine Marke, aber steht eben auch für bestimmte Produktionsweisen. Insofern kann man das auch als Label bezeichnen. Oder etwa hier das MSC-Siegel, was aber auch jüngst in der Kritik war, weil eben auch Unternehmen zertifiziert worden sind, die nicht delfinfreundlich gefangen haben. Es gibt also eine große Vielzahl von Labeln, insgesamt einige tausend in Deutschland, je nachdem, welche Produktgruppen man hier betrachten will. Und das hat einen Grund. Es ist nämlich so, dass abgesehen von dieser Bio-Bezeichnung, die rechtlich geschützt ist, Siegel, Label, keiner gesetzlichen Regulation unterliegen derzeit. Es gibt Pläne, das zu ändern, aber das ist momentan noch relativ vage, weil auch relativ schwer ist zu sagen, wo will man da eine Grenze setzen. Damit man sich aber trotzdem in diesem Dschungel etwas zurechtfinden kann, gibt es Möglichkeiten, die einzugruppieren, wissenschaftlich gesehen, und zwar in drei Stufen. Da gibt es einmal die Eigenlabel. Die werden von Firmen an sich selbst vergeben. Die werden dann nicht von anderen kontrolliert und sind nicht sehr zuverlässig. Häufig werden diese Label zu Greenwashing verwendet. Und wenn überhaupt irgendein Ökosiegel, irgendwie Öko-Label, Plakette, nennen Sie es, wie Sie möchten, für Greenwashing-Zwecke verwendet wird, dann ist es in der Regel das Eigenlabel. Da wird sich dann gute Weidehaltung auf das Produkt gedruckt oder wir setzen uns für mehr Nachhaltigkeit ein, Tierwohl ist uns wichtig, ähnliche Aussagen. Und häufig bedeutet das nur, dass ein Unternehmen sich einen grünen Anstrich gibt. Im Grunde so wie McDonald's das mit seinem Markenlogo hier gemacht hat. Also einfach eine Farbe hinzunimmt, eine relativ vage Aussage trifft und dann wird darauf gebaut, dass Konsumentinnen und Konsumenten sich das angucken und das gut finden. Drittparteien-Label werden Stufe 2. Die sind schon ein bisschen besser, denn die werden von Organisationen vergeben und sind zuverlässiger als Eigenlabel. Oft ist es aber so, dass hier nur kleine Teile der Produktionskette geprüft werden. Das bedeutet eben auch, in anderen Bereichen kann es ganz anders aussehen. Oder da könnte es eben sein, dass so eine Organisation auch die Standards hier nicht erfüllt. Klassische Beispiele hierfür sind etwa das MSC-Siegel, was ich hier raufgedruckt habe, einmal auf die Folie, oder das Rainforest Alliance-Logo, was viele von Ihnen sicherlich kennen. Insbesondere bei Rainforest Alliance ist nicht so ganz klar, was schützen die eigentlich, wenn man da genau auf die Faktenlage guckt. Aber es wird eben trotzdem nach bestimmten Standards zertifiziert und diese Organisationen haben auch ein Eigeninteresse daran, dass diese Standards eingehalten werden, denn ansonsten würden die sich selbst nutzlos machen. Das ist deren Hauptgeschäft, diese Prüfungen vorzunehmen und dann das Siegel zu vergeben. Und insofern sind die dann ein bisschen zuverlässiger. Man sollte aber auch wissen, dass dieser Zertifizierungsprozess sehr kostenintensiv für Unternehmen ist und insofern steht das auch kleinen Unternehmen und kleinen Produzentinnen und Produzenten nicht zur Verfügung. Insofern
kann es unter eben auch sein, dass so ja, sehr nachhaltige Produkte dann gar kein Siegel bekommen. Die dritte Stufe, das sind staatliche Label. Aktuell ist es so, dass wir vor allem das Bio-Siegel haben. Es ist momentan ein Tierwohl-Label staatlich auf den Weg gebracht worden, was aber auch noch durch den kompletten legislativen Prozess durch muss. Diese basieren auf gesetzlichen Standards und werden vergleichsweise strikt kontrolliert. Die sind auf vielen Produkten vorzufinden. Insofern kann man sich sowas immer ganz gut merken, dass Bio eben zum Beispiel auch Bio ist. Und wenn man dann noch so zwei, drei Merkmale sich vielleicht im Hinterkopf behält, die für einen selbst wichtig sind, dann kann man da schon Produkte unterscheiden, auch in hinsichtlich eben der intrinsischen Produktcharakteristika. Aber auch Staaten sind nicht überall. Es gibt Ausnahmen. Es gibt auch bei Bio durchaus Skandale oder Leute, die da betrügen können. Kein Labelsystem ist perfekt. Warum funktionieren eben diese Label und auch Produktverpackung oder grünes Marketing überhaupt so gut? Hier habe ich so ein paar Effekte einmal psychologisch aufgelistet für Sie. Es gibt noch einige mehr. Das sind jetzt auch nur so Beispielstudien. Die genauen Literaturangaben gibt es dann eben in der Präsentation am Ende. Das wäre einmal der Taste Perception Bias. Also da ist es so, dass das Aussehen, die Geschmackswahrnehmung beeinflusst oder anders gesagt, das Auge isst mit. Wenn Sie ein grünes Produkt haben und Nachhaltigkeit gut finden, dann werden Sie das in der Regel als geschmacklich besser bewerten. Ist eine Traube als Bio gelabelt, werden Sie die in der Regel besser bewerten, wenn Sie Nachhaltigkeit gut finden, als eine konventionelle Traube. Und da gab es eben auch Laborstudien zu diesem Thema, wo Leute beide Trauben bekommen haben. Die waren aber tatsächlich von einer Rebe. Und dann haben Sie die Biotraube mit absoluter Sicherheit in eigentlich fast allen Staaten und Kulturkreisen als besser bewertet. Ausnahme sind übrigens Schokolade und Kekse. Da ist es so, dass Bio zu einer Abwertung führt in der Geschmackswahrnehmung. Nach dem Motto, was eigentlich gesund ist, kann nicht gut schmecken bei Produkten, die ungesund sind. Finde ich auch interessant. Dann gibt es noch die Green Halo. Den Halo-Effekt kennen wir ansonsten aus anderen psychologischen Konstanten sozusagen, dass nämlich jemand besonders charismatisch vorträgt und dann bewerten wir alles, was diese Person sagt, unter Umständen besser. Wenn wir uns davon einfangen lassen, bei Green Halo ist es so ähnlich, wenn es grün aussieht und wir Nachhaltigkeit gut finden, bewerten wir es insgesamt positiver als Produkt, also nicht nur den Geschmack, sondern vielleicht auch andere Charakteristika. Vielleicht auch in der Attraktivität ist dann so ein Produkt einfach höher, weil man sich denkt, ich möchte was Besseres tun in meinem Konsumleben. Auch subjektives und objektives Umweltwissen spielt eine große Rolle. Viele Menschen haben ein subjektiv hohes Umweltwissen, bedeutet also, sie fühlen sich sicher in dieser Frage der Nachhaltigkeit. Prüft man aber die Faktenlage, stellt man fest, dass viele Menschen dann Aussagen gar nicht einordnen können, die sie subjektiv verstanden haben. Das ist auch ganz normal. Das gibt immer so ein bisschen Auseinanderklaffen dieser beiden Aspekte. Und wenn bei Menschen das subjektive Umweltwissen sehr hoch ist, das objektive Umweltwissen aber vielleicht nicht so hoch, dann lassen die sich auch eher von so Nachhaltigkeitsversprechen einfangen, zum Beispiel vielen Siegeln auf so einer Verpackung. So nach dem Motto, viel hilft viel, wenn ich ganz viele Label auf so einer Verpackung drauf habe, dann muss das besonders nachhaltig, besonders gut sein und dann kaufe ich das eher. Aber häufig bedeutet eben viele Siegel auch eigentlich, dass da irgendwas nicht stimmt, weil ja immer nur bestimmte Charakteristika bewertet werden und so ein Belabelungsprozess auch sehr teuer ist. Was ist nun also das Fazit hier von den Instrumenten der grünen Kommunikation in Bezug auf Greenwashing? Greenwashing funktioniert deshalb, weil es die Wahrnehmungsstrukturen von uns Menschen aktiv ausnutzt, also darauf baut, dass wir eben diese Reize, die wir hier bekommen, von Organisationsseite so ausdeuten, dass wir denken, okay, das ist jetzt eine nachhaltige Dienstleistung oder ein nachhaltiges Produkt oder das finde ich gut, weil ich etwas für Nachhaltigkeit tun will. An sich eine schöne Sache, wird hier aber eben ausgenutzt. Begünstigt wird genau dieser Prozess auch durch den Effekt der Zeitknappheit und durch die Asymmetrie. Wir haben eben unvollständige Informationen und gleichzeitig ist es aber auch so, dass wir in unseren Entscheidungen, die wir tagtäglich treffen, selten die Zeit haben, jetzt jedes einzelne Produkt hinsichtlich aller Inhaltsstoffe zu prüfen, nochmal den QR-Code auszulesen, zu gucken, wo kommt alles her, dann das nächste Produkt im Regal zu prüfen und dann ist die Mittagspause schon wieder vorbei. Also Sie verstehen, worauf ich hinaus möchte. Genau diese Zeitknappheit, das ist etwas, worauf eben auch Greenwashing-Akteure bauen. Gleichermaßen muss man aber auch sagen, das ist auch wieder ein zweischneidiges Schwert. Zum Beispiel Labelsysteme haben natürlich den Vorteil, dass sie schnell informieren, wenn man sie dann versteht. Da ist das Missbrauchspotenzial hoch, aber auch der Nutzen potenziell. So, Vertrauen und Rezeptwissen
begünstigen auch grüne Interpretation. Rezeptwissen ist ein soziologischer Begriff, kommt aus der Wissenssoziologie und bezeichnet im Grunde das für den Alltag notwendige Wissen. Klassisches Beispiel, das Telefon. Sie können jemanden anrufen und mit der Person telefonieren, auch wenn Sie im Detail nicht wissen, wie Ihr Telefon technisch funktioniert oder wie die Stimme übertragen wird. Das brauchen Sie nicht dafür, um einen Anruf zu tätigen. So ähnlich ist es hier eben auch bei grünen Märkten. Wir wissen, dass wir nicht alles wissen. Und dann vertrauen wir eben an bestimmte Marken, in bestimmte Dinge, die sich als positiv erwiesen haben. Wir wissen im Grunde, worauf wir grob achten können, damit uns etwas gut tut oder etwas schmeckt. Und das sorgt dafür, dass sich eben auch so grüne Interpretationsmuster bei uns irgendwann verfestigen. Und darauf baut Greenwashing an ganz, ganz vielen Stellen eben auch. Nutzt es aus im Grunde, dass wir dann dieses Vertrauen haben und vielleicht nicht so genau prüfen. Ein kritischer Punkt nochmal inhaltlich zum Abschluss. Auf der Sachebene bleibt Greenwashing oft diffus. Das heißt also, selten wird eigentlich der Vorwurf zu Ende verfolgt, selten wird auf Zahlen, Daten und Fakten geachtet. Oft geht es hier um dieses Thema Vertrauen, verletztes Vertrauen und Vorurteile, die diskutiert werden. Das hat natürlich auch seine eigene Faktizität als soziale Wirklichkeit, aber bei Greenwashing denken wir ganz, ganz oft an harte Zahlen, harte Daten, harte Fakten und darum geht es in den seltensten Fällen bei solchen Debatten. Das alles ist sehr ernüchternd. Ganz zum Schluss, ganz, ganz kurz. Ich sehe, ich bin schon bei der Zeit relativ weit fortgeschritten. Eine kleine Hilfestellung gegen Greenwashing, denn ich möchte Sie hier heute auch nicht rausgehen lassen, ohne Ihnen nochmal was an die Hand zu geben, was Sie vielleicht gegen Greenwashing tun können oder wo Sie sich sensibilisieren können, wo möglicherweise Greenwashing stattfindet. Das sind folgende Punkte. Einmal sehen Sie gerne hinter die grüne Fassade. Informieren Sie sich, lassen Sie sich nicht von Farben einfangen oder von Präsentationen. Das ist eigentlich fast der sicherste Weg, um nicht auf Greenwashing hereinzufallen. Denn in der Regel leistet Greenwashing so eine Art Überperformance. Das heißt also, wenn etwas überdurchschnittlich grün aussieht, ist es wahrscheinlich auch nicht wahr. Das ist etwas, was man aus der Forschung wirklich ziehen kann. Fast alle Skandale haben damit zu tun, dass irgendwie Informationen überdehnt werden. Wenn einem irgendwas unrealistisch vorkommt, ist es das meistens auch. Je mehr man sich damit beschäftigt mit der Thematik, desto weniger häufig fällt man darauf rein. Auch das sagen Studien im Grunde. Wissen und Bildung helfen hier weiter, auch in Bezug auf die Verwendung von Labeln oder dem Erkennen von nachhaltigen Produkten. Grundsätzlich ist weniger auch bei Nachhaltigkeit mehr in vielen Fällen. Oft sind ja gerade die Startups die besonders nachhaltigen oder aber eben Produkte, die vielleicht auf Design ein bisschen verzichten, die vielleicht eher weniger Label benutzen, dafür aber eben sowas wie das europäische Biosiegel oder eben vielleicht auch sehr genau nachweisen, wo etwas herkommt. Transparenz ist hier etwas, was auch durchaus Vertrauen schaffen kann. Und auch Regionalität ist ja auch gar nicht zu unterschätzen. Regionalität haben wir auch selten in Washington. Wenn man sich von vielen bunten Plaketten einfangen lässt, dann hat man eher das Risiko, auf Greenwashing hereinzufallen. Denn diese Plaketten sollen eben so ein bisschen davon ablenken, dass vielleicht die realen Produktcharakteristika gar nicht so gut sind. Das sollte einen immer stutzig machen. Das sind ja vor allem die ganz großen Unternehmen, die sich das dann auch leisten können. Wenn man Schwierigkeiten hat, Label einzuordnen und eigentlich auch gar nicht so Lust hat, Konzeptpapiere zu lesen, was auch völlig normal und gut ist, gibt es verschiedene Apps, die da helfen können, zum Beispiel die Siegelcheck-App und es gibt auch noch bei der Verbraucherschutzzentrale Seiten, wo man Siegel prüfen kann. Ich persönlich mache es so, dass ich mir ein Repertoire zugelegt habe an Siegeln, wo ich weiß, was die ungefähr bedeuten und dann kann man damit ganz gut arbeiten. Dann ist das eine bessere Hilfe im Alltag. Und auch die Labelstufen, die ich Ihnen hier präsentiert habe, gucken Sie also gerne im Nachgang auch mal in die Präsentation. Die können auch als Gedankenstütze helfen, also Eigenlabel, Drittparteienlabel und staatliche Label. Wenn Sie das beherzigen, dann ist die Chance, auf Greenwashing hereinzufallen, für Sie geringer oder das Risiko eher gesagt. Und dann können Sie eben auch Fakt von Fake leichter unterscheiden.